Abstiegskampf vor den Toren Leipzigs. Der 14. gegen den 15. SSV Markranstädt gegen SV Leipzig Thekla. Die Gastgeber zuletzt mit 3 Niederlagen in Serie. Aber mit ihm hier, Falko Czojnacki, mit 4 Treffern bislang gefährlichster Torschütze der Markranstädter. Und die in Rot von links nach rechts mit dem agileren Start. Der Ball kommt raus zu Kübel. Kübel in die Mitte. Tino Schmidt zum Ersten. Der Ball wird geblockt. Nochmal Schuss. Wieder Schmidt. Und dann kommt der Ball nochmal zu Subota. Doch auch er kommt nicht durch. Ja, Tino Schmidt macht da schon mal eine gute Figur. Und dann wird es kurios. Hanisch will auf Könitzer geben. Und dann ist die Luft raus. Ja, der Ball ist platt. Auch sowas gehört zum Fußball. In dem Spiel ist jedoch keinesfalls die Luft raus. Hier Lars Richter mit Hakentrick, hat Glück, kommt durch. Und dann geht es ganz schnell. Thekla macht das super. Thomas Nguyen kommt an Egli vorbei. Doch, da steht noch Christopher Hönig. Christopher Hönig rettet für den geschlagenen Thomas Egli. Super Tat, gute Szene. Und dann mal wieder die Markranstädter. Weiter Ball. Oh, Tino Schmidt sieht da nicht gut aus. Doch Patrick Thiemich kann daraus kein Kapital schlagen. Gute halbe Stunde rum. Es geht hin und her. Wieder Jens Könitzer. Könitzer auf Falko Czojnacki, den hat man bislang gar nicht gesehen. Und dann steht es 1:0. Das ist auch die Qualität eines Torjägers. Taucht überhaupt nicht auf. Dann kurze, schnelle Drehung. Und mit seinem 5. Saisontreffer, gar nicht harter Schuss, aber platziert. Keine Chance für Tino Schmidt. Das Ergebnis schmeckt Alexander Gläser und Ronny Klaus, dem Trainerteam von Thekla, überhaupt nicht. Aber noch ist ja nicht Halbzeit. Und dann geht's wieder ganz schnell. Der starke Thomas Nguyen. Nguyen, und da steht Lars Richter. Der Ausgleich. Richter mit seinem 4. Treffer in dieser Saison. Er traf ja auch schon beim immens wichtigen 2:0-Sieg gegen das Spitzenteam von KSC Leipzig. Hier muss er nur noch einschieben. Nguyen mit toller Vorarbeit. Einer der vielen guten Konter der Gäste. Super abgeschlossen. Zweite Hälfte. Gute Stunde rum. Nicht viel passiert. Und dann drischt Kapitän Matthias Hanisch den Ball einfach mal nach vorne. Sebastian Detmar und Torwart Tino Schmidt, was machen die denn da? Und dann ist Miguel Enrique Teles de Oliveira da Silva. Ein Name wie ein Liebeslied. Da, wenige Sekunden nach seiner Auswechslung mit dem wichtigen 2:1-Treffer. Marcus Slapstick. Und da Silva hat Blut gerochen. Er will mehr. Mit toller Technik ausgestattet, nimmt ihn super mit. Doch diesmal bleibt Tino Schmidt Sieger im Duell der beiden. Klasse Parade und klasse Aktion von da Silva. Und wen haben wir bislang überhaupt nicht gesehen? Genau, Falko Czojnacki. 3:1, 81. Deckel drauf. Thekla im zweiten Durchgang kaum noch zu sehen. Und die Gastgeber machen das souverän. Da wird Czojnacki bei seinem 6. Saisontreffer allerdings auch sträflich freigelassen. Natürlich wirft Thekla nochmal alles nach vorne und hat in Person von Kevin Kiep hier nochmal sowas wie eine Halbchance.
Insgesamt aber der Sieg verdient aufgrund einer besseren ersten Hälfte. Und Kapitän Matthias Harnisch vom SSV Markranstädt freut sich über die 3 Punkte und freut sich über den immens wichtigen Sieg. Markranstädt springt zum ersten Mal seit dem 8. Spieltag raus aus den Abstiegsrängen. Und Thekla, die müssen punkten. Am besten schon kommende Woche gegen den SV West 03 Leipzig. Da geht es wieder um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Markranstädt springt zum ersten Mal seit dem 8. Spieltag raus aus den Abstiegsrängen. Und Thekla, die müssen punkten. Am besten schon kommende Woche gegen den SV West 03 Leipzig. Da geht es wieder um wichtige Punkte für den Klassenerhalt.